Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part hier an Anno 1800. Durch ein Feuer ist mir hier gerade einiges kaputt gegangen. Allerdings, ich meine, der Feuerwehr schon im Einsatz und scheint das Ganze auch langsam sicher in den Griff zu bekommen. Die Presse zumindest. Genau. Wir haben alles im Griff. Wir haben alles im Griff. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Bleiben Sie einfach zu Hause. Da habe ich mich neulich auch so gefühlt, wie in so einer kommunistischen Dystopie, als ich im Kaufland war. Nee, im Rewe war das. Und dann kam die ganze Zeit diese Durchsage, es gibt keinen Grund zu Hamstern. Kaufen Sie nur so viel, wie Sie auch persönlich brauchen. Schaffen Sie sich kein Lager an. Alles wird gut. Das ist, also weiß nicht. Wenn halt mit der falschen Betonung, vor allem, wenn halt in einer lauten Durchsage, in einer monotonen Stimme gesagt wird, alles wird gut, dann wird erfahrungsgemäß nicht alles gut. Oder Mutti ist um die Ecke. Also Mutti. Ich merke Mutti. Die Straße war teuer, aber notwendig. Hier oben wird jetzt meine Stahlproduktion hoch. Aber wenn ich zwei Eisen habe und die produzieren alle 15 Sekunden, dann kann ich dann kann ich also 4 Köhlereien bauen, um das auszugleichen. Ja. Und auch 4 Hochöfen. Und dann wird es kompliziert. Hochöfen. Nee, 2 Hochöfen. Ah, Hochöfen, ja. Der Hochöfen braucht 30 Sekunden. Das ist das Doppelte von 15 Sekunden. Also ja, aber ich habe 2 Eisenminen. Achso, dann kannst du 4 Hochöfen bauen. Dann kannst du auch 6 Stahlwerke bauen. Sehr gut. Die Frage ist, ob du 6 Stahlwerke betreiben möchtest. Auf also einmal jetzt bei, am Anfang. Ich bin am Anfang, jetzt habe 4 Stahlwerke und habe nur minus 500, knapp 600. Ich muss allein diese 4 Kühlereien mal irgendwie in den Griff kriegen, weil das ist gar nicht so einfach, weil... Wie bekomme ich mehr Einwohner? Nur durch die Zufriedenheit der Bedürfnisse, ne? Ja, meine Leute sind sehr glücklich. Die erste Aussage, wenn ich sie anklicke, kommt ja, zumindest haben wir genug Essen. Ach, das ist doch gut. Wollt ihr keinen Hafen am Meer? Kein Hafen am Meer. Kein Markt am Meer? Komische Menschen. So, das bedeutet, ich kann jetzt 4 Hochöfen bauen. Ausbauen. Nice. Mehr Leute. Oh nein, ich bin im Minus. Eieiei. Wie ist eigentlich auf der Insel gerade aus? Schon wieder alles verkommen. Nice. Gar keine also zu wenig Arbeitskräfte, ganz schlimm. Ja, Arbeitslosigkeit nicht so schlimm, oder? Und es steht jeweils dran, wie hoch die Modifikatoren sind. Also es tut schon weh, vor allem weil du halt trotzdem den vollen Unterhalt zahlst. Okay. Ja gut, bei Bauern. Ah, mir fehlt Fisch. Gut, das kann wahrscheinlich sein, weil die da drüben gesamten Fisch haben, genau. Ich kann da die Handelsroute mal komplett abbrechen. Kann ich den hier hoch machen, aber den anderen nicht? Warum? Was? Mein Marktplatz ist komplett links an der Straße. Aus, was halt, keine Ahnung, 100 Meter weit weg steht, hat Marktplatz nicht ganz voll, aber ein Haus, was 110 Meter weit weg steht, hat den Marktplatz komplett voll. Wie? Hast du Steinstraßen gebaut teilweise? Nein, noch gar nicht. Weil die erhöhen ja auch nochmal die Reichweite. Ja, aber noch gar nicht. Dann ist es natürlich sehr interessant und merkwürdig. Wieso steht unten Minecraft? Wo steht genau Minecraft? Können wir mal kurz anschauen. Ups. Jetzt getan. Also zumindest das Thumbnail war auch früher noch das Minecraft-Thumbnail. Ich glaube, du müsstest die Thumbnails mittlerweile bei YouTube mal früher hochladen. Ich habe das tatsächlich heute Morgen schon überarbeitet. Okay, dann, keine Ahnung, YouTube fix das. Dauert eine Weile. Ja, das ist echt schwierig. Okay, ich habe... Rede Stifte kein Minecraft. Oh nein, nicht meine Schnapsexplosion. Nicht meine Schnapsexplosion. Nicht meine Schnapsbrennerei. Alles nur das nicht. Los, Feuerwehr! Es geht um den Alkohol!
Warum habe ich... Ich habe doch hier eine Feuerwache. Warum schlaft ihr? Da auf Mobilisierung. Warum wartet ihr auf Mobilisierung? Geht da hin. Ach, weil die keine Straße auf die anderen Straßenseiten haben. Oh. Ja, du sollst schon eine Straße bauen für deine Leute. Los, fahrt! Ich meine, du hast den einfachen Job, du musst nicht in das verrauchte Haus rein. Die müssen das auch nicht, die müssen einfach nur löschen. Ah, da sind sie. Oh, geht doch. Geht mir jetzt hier? Achso, ich muss auf den Zwischenfall in der Umgebung warten. Nicht der Kartoffelhof noch dazu. Ich mag die dynamische Musik in dem Spiel. Tatsächlich die Musik bei mir ein bisschen leise. So, was fehlt mir denn alles zum Aufbau? Ah, die Flammen wurden gelöscht, danke. Ist immer recht schön, wenn du auch ein paar also größere Mengen an Häuser machst, dass dann so ein, kurz eine traurige Musik kommt. Oh, die arme Natur. Na, wenn du ein paar Häuser ab... Hab ich nicht gesagt, abreißt? Nein, du hast bauen gesagt. Aber... Okay, mein Fehler. Meine Güte, wo kann ich jetzt den Scheiß hinplatzieren? Geht doch. So, jetzt seid mal alle glücklich hier hinten. Gibt es so wie in Anno 2070 eine Umweltbilanz oder so? Nee, also das ist quasi deine Attraktivität in der Stadt. Okay. Achso, ja, das ja. Das also ja, ich wusste ja, dass es eine Auswirkung hat, aber ich wusste jetzt nicht, wie krass. Leute, seid mal glücklicher und gebt mir mehr Geld. Braucht denn die Bevölkerung nix, die haben alles. Warum welchen? Nee, deine Stadt schrie gleich nach Feuer, wäre ich eine sehr gute Idee. Ah, Klamotten, Leute. Immer dieses Drama. Muss mal kurz nachschauen. Was ist mit meiner Produktion von ausschaut. Also, ich produziere aktuell 4-mal Kohle und 4-mal Eisen. Nee, anders. Ich produziere 8 Eisen, aber bloß 4 werden verwendet. Weil ich aktuell nur einen Hochofen habe. Genau, und ich brauche davon viel mehr. Folglich kann ich auch nur einen Stahlträger bauen. Ich brauche also unbedingt die Hochöfen. Naja, wunderbar, da kann ich schon welche ausbauen. Wählen die Kutschen das beste Ziel oder, also die Transportkutschen oder das schnellste? Da bin ich mir gerade gar nicht ganz sicher. Okay. Die Stadt ist attraktiver geworden. Ja, ihr bekommt doch gleich euren Zwirn. Hört auf zu jammern. Oh Gott, minus 1000. War noch Bier? Ah ja, genau, das war ein bisschen kompliziert, aber eine Polizeiwache kann ich auf jeden Fall mal bauen. Auf ihrer Route gibt es ein kleines Problem, was? Hört sich nicht gut an. Ah, zu wenig Holzbretter. Genau, ich wollte hier drüben, hatte ich ja mal das Ziel, also man hat in diesem Spiel auf jeden Fall nicht zu wenig zu tun. Mist. Um meine Lehmproduktion hochzufahren. Nee, aber das Schöne ist ja, auch wenn du mal nichts zu tun hast, du kannst halt immer den Blaupausenmodus anschalten. Genau. Also ja, man was machen. Oder was neu anordnen, weil es im Nachhinein doch anders mehr Sinn macht und so. Also zu tun hat man schon immer was. Aber man hat nicht zwangsläufig unbedingt dauerhaften Handlungsbedarf. Das finde ich gut. Der Wechsel von Bauern zu Arbeitern nicht 1:1? Am Anfang ja, aber dann ziehen halt mit der Zeit mehr Leute ein. Ja, das schon. Aber ich habe halt gerade rund 300, 400 Arbeiter gemacht und es habe irgendwie nur 250 oder so bekommen.
Dann klick mal auf die Häuser drauf, das siehst du jeweils, was fehlt. Ja, aber es sind trotzdem ja noch 11 Bewohner drin, also theoretisch müsste das ja noch mehr steigen. Aber ich habe halt nicht genug rausbekommen und habe weniger Dorfbewohner jetzt. Das wundert mich. Sind vielleicht irgendwo Dorfbewohner ausgezogen, zeitgleich? Ja, überall sind halt 11 von 20 drin. Teilweise 12 sogar, uiuiui. Was? Hört auf mit eurem Problem. Hört auf, Probleme zu haben. Ja. Seid doch mal zufrieden mit dem, was ihr habt. Was sich jeder Politiker morgens denkt. Habt ihr das mitbekommen, dass irgendein Politiker Selbstmord begangen hat? Ja. Ich dachte, das war ein Fake News, weil mir das jemand per WhatsApp geschrieben hat. Und wenn mir jemand was per WhatsApp schreibt, dann bin ich inzwischen sehr skeptisch. Warum nur? Ich habe vorhin schon wieder eine Nachricht von einem Kumpel bekommen, deren Mutter halt ihm das gesendet hat, von wegen, ja, die Politiker wussten, dass der 2012, dass der Virus in Wuhan herangezüchtet wird. 2012. Gezüchtet. Warte, ich suche die Nachricht raus. Ich habe ja gerade nicht Menschen oder so. Alter. Dort, wo ich meine ganze Stahlindustrie habe, das ist alles so hässlich. Ja, das sowieso. Wenn ich eine Positivbilanz habe, dann lese ich die Dings mal vor. Nachricht. Ja, Zeitung. Gib mal bitte. Mehr Konsum? Ja, bitte. Und mehr Zufriedenheit. Okay, ich brauche auf jeden Fall mehr Stahlwerke. Auch Geld. Achso, ich bin gescheitert, alles gut. So, was wollt ihr jetzt noch? Fehlt euch noch immer noch Kleidung? Ne, Fisch sogar mittlerweile. Nur noch zu wenig Kleidung. Wie viel Kleidung brauchen die denn? So, ich habe eine... Ja, gut, ich habe eine Nachfolge von 8 und Produktion von 11. Dann brauchen wir wohl nochmal ein bisschen was. Langsam sicher wird sie echt unübersichtlich. Ich wusste, dass ich so viel davon brauche, hätte ich das irgendwie anders gemacht. Warte, Quatsch. Ein Geld. Von mir aus freigegeben. Ah, wunderbar, was haben wir denn hier? Statt dem Feuer überlassen, minus 5 Zufriedenheit, Wunder auf Lager, das passt, Leute sind gerade zufrieden von mir aus, ich kann mal so veröffentlichen. Statt wird hässlicher, ich würde sagen eher, ihre Familie ist in Gefahr, kaufen sie mehr. Wirklich? Keine Änderungen? Hallo, warum habt ihr jetzt schon wieder ein volles Lager? Meine zweite Insel wird mich noch in den Ruin treiben. Also, bin ich sogar fast wirklich. Ja, die Ausgabe darf nicht in dieser Fassung gedruckt werden. Das ist eine Frage der nationalen Sicherheit. Sicher. Genauso stelle ich mir das vor, wenn irgendwelche Amis bei dir vor der Tür stehen, so, ja, Homeland Security. Eine Frage der nationalen Sicherheit. Ach, hört doch auf rumzumeckern. 75% Holz ist doch immer noch gut. Da würden sich einige Grün freuen. Ich zahle königliche Steuern. Weil ich zu viele Arbeiter habe. Also wie gesagt, du machst trotzdem noch Gewinn mit denen. Ah, okay. Es ist bloß, um zu verhindern, dass du jetzt quasi nur Bauern hochziehst und die nur mit Fisch. Oh lol, ich wundere mich gerade, warum mein Geld negativ wird. Woran liegt's? Weil da was abfackelt. Und weil meine Bevölkerung unzufrieden ist, kann ich
Ja. Kann ich gerade keine Feuerwehr mobilisieren? Ich meine, es ist einfach eine zweite Feuerwache. Zahlen die auch mehr Steuern, wenn sie glücklicher sind, die Bewohner? Du kannst mal auf deine Typen draufklicken und kriegst dich dann bei Zufriedenheit und bei Bedürfnissen. Ja. Wenn du jeweils drüber hoverst mit deiner Maus. Erstens, wie viele Leute einziehen, wenn das Bedürfnis erfüllt ist. Und zweitens, wie viele die zahlen. Münzen. Perfekt, okay, dann kriegen die noch ein bisschen Kleidung. Das lassen wir uns nicht. Wenn die nicht mehr bezahlt, ja, dann gibt's keine Kleidung. Kann man ganze Grundstücke, also was weiß ich, hier diese Schärfereien mit Grundstücken direkt kopieren? Oder muss ich die gibt irgendwo so ein Massenkopiertool, aber ich weiß gerade nicht. Stimmt, ja, man kann eine ganze Stadt kopieren. Nee, das ist nur das Gebiet. Kann man mit Schiff vielleicht mehr? Ja, mit Schiff kannst du es markieren und dann kopieren. Nice. Okay, das ist 1000-mal angenehmer. Hier bekommt ihr noch eine Lagerhalle und seid glücklich damit. Und bringt mir Geld ein. Kostet das Schiff bzw. die Handelsroute mich irgendwas? Irgendwie Unterhalt oder so? Das Schiff kostet dich ein bisschen Unterhalt, aber die Handelsroute nicht. Wie hast du das gerade gemacht mit dem Massenkopieren? Du hast da diesen Kopierer links neben Baumenü. Fortschritt, also diese Pinnnadel. Ach ja, kopieren. Und dann kannst du da mehrere Sachen kopieren mit Shift. Leute, oh mein Gott, wieso habe ich das früher nie genutzt? Das ist echt angenehm gerade gewesen. Leute, wollt ihr hier noch ein Wirtshaus? Hier ist ein Wirtshaus, gib mal mein Geld aus. Oh mein Gott, ist das geil! Ja. 10.000, das wird langsam sehr knapp bei mir. War es doch 10.000? Ich habe tatsächlich noch 46.000. Aber ich habe auch zu wenig Industrie für meine Bevölkerung. Weil ich, wie erwähnt, sehr langsam baue. Apropos Industrie, ich habe eh schon zu wenig Arbeiter. Ich kann hochziehen, aber irgendwie wollen die Leute das nicht. Die Arbeiter sind gegen mich. So, ich kann jetzt nicht meine Seifproduktion stoppen. Was fehlt euch denn? Euch fehlt doch nur irgendwie, was weiß ich, eine Schwanzflosse oder so. 95%. Ja, so geht's mir halt auch mit der Kleidung. Kannst du ja bei mir kaufen. Nee, ich habe die jetzt schon angepasst, glaube ich. Nachfrage ist noch eins höher wie Angebot. Boah. Nachfrage und Angebot, nerviges Zeug. Ja, braucht kein so. Huscht, huscht, Heiko, zukünftiger VWL-Student. Mann, mir fehlen doch nur 400 Leute, pimpert mehr. Ich finde diese Spots pimpern einfach so schön. Warum lauft ihr nicht über den Steg? Warum müsst ihr zur Straße gehen, um dann den Weg, den ihr über den Steg hättet gehen können, nur fünfmal kürzer zu gehen? Prozent. Ach, leckt mich doch. Ihr nehmt den Fisch. Nicht genug Arbeitskräfte. Ich habe nur 400 minus, alles gut. Okay, 9000. Wird spannend bei mir. Warum steigen meine Schulden? Aber ich kann jetzt verbessern. Auf dem Discord 9 plus Nachrichten. Wieso habe ich Angst, ihn zu öffnen? Lieber nicht. Ich glaube, das sind Leute, die sagen, Server ist down, was nämlich vorhin einmal bei mir war. Ja, irgendwie sowas in der Richtung wird das sein. Ja, ja. Stahl hier aus. Komm, 30 Arbeiter noch. Ja, meine Industrie läuft. Bin zwar immer noch im Minus, aber die Industrie fängt an. Nice, kein Lagerplatz. Okay. So, mein Feuer. Es brennt noch, aber es wird besser. Und was war's? Ach, man braucht die... Oh Gott. Nee, ne? Hm. Ich
Ich hab alles gebaut, also Fabriken, also warte, wie war der Dings? Für Stahlträger habe ich einmal Eisenminen gebaut, zweimal jeweils, daran angepasst jeweils 4 Hochöfen und daran angepasst halt auch die Stahlwerke. Aber mir fehlt die Kohle jetzt und ich habe nirgendwo Kohle. Kohle kannst du, genau, die kannst du einfach so bauen. Ah, okay. Okay. Irgendwie spielt Mannheim gerade lieber als Stuttgart. Nachricht, die man so aus dem Kontext ziehen kann. Weil Stuttgart brennt alles und ich habe zu wenig von allem und Mannheim siedelt einfach in Ruhe vor sich hin. Eiko, das würde doch niemals. Möchtest du damit machen. Sagen, dass Mannheim badisch ist und Stuttgart schwäbisch? Nein. Nein, das möchte ich ausdrücklich nicht. So, was kann ich denn hier bauen? Los, weißt du, ich entwickle eine gewisse Schizophrenie, dadurch, dass ich als Schwabe in Freiburg lebe. Ja, als du gestern angefangen hast, das Badenallied zu singen, war ich auch etwas verwirrt. Ich habe aber auch das Württemberger Lied gesungen. Ja, das hat's nicht besser gemacht. Los, 4500. Ich glaube, ich beginne hier und meine Bierproduktion. Warum kostet mich der Unterhalt so viel? Jeder Mann, der sich geschieden hat. Oh, 2 Mälzereien. Ja. Ihr habt alles. Okay, dann kann ich euch ja direkt aufleveln, meine Güte. Gebt mir euer Geld. Oh, nice, Hafenstadt. Scheiße, ich hab die Mälzerei vergessen. Hoppala. Die Insel wird jetzt erstmal als Riesenbrauerei missbraucht. Hopfenplantagen bauen die sich an. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Oh nein. Kreide nur. Geht euch denn hier? Dann cut mir doch mal von der Insel hier Bier. Ach so, hier vorne. Ich hab hier nur 155 minus. Rüber. So, meine Arbeiter sind unzufrieden. Es gibt kein Brot. Ich brauche einfach dringend neues Land. Irgendwann mal Brot gebaut, oder? Kann ich nach irgendwas suchen auf meiner Insel? Nicht, dass ich wüsste. Also wenn ich jetzt hier meine Bäckerei suche, die ich offensichtlich nicht habe, dann habe ich verloren. Ah ne, hier ist doch Hefferei. Habe ich da jetzt auch irgendwas verkackt? Also hier brauche ich eine Minute, da brauche ich 30 Sekunden. Ah, lol, ja, ich habe das falsch schon gemacht. Da waren wir wieder bei dem Problem von vorher. Möchte jemand Sugar Daddy spielen? Pleite? Noch nicht ganz, also noch 2700 auf dem Konto und minus 700 standardmäßig gerade. Bist du denn Gameboy? Welge? So kann ich dir denn nichts geben? So, meine Arbeiter sind unzufrieden. Wie kann ich denn die Zufriedenheit erhöhen? Oha. Schön. Du möchtest einen dauerhaften Pakt und bei mir und der andere soll nur 5 Stunden gehen. Du kannst ja mal, wenn du in deinem Hafen irgendwelche Waren ausschreibst und wenn sie vollkommen überteuert sind, dann kaufe ich einfach mal ein bisschen was für 10.000 oder so. Kaufen und verkaufen. Dann kann ich dich damit vielleicht ein bisschen aus der Scheiße ziehen. Oh, und vor allem muss ich mich aus der Scheiße ziehen, weil mein Fisch geht alle. Ja, dann kann ich dir ja direkt Fisch verkaufen. Zu dir habe ich noch die Mittel, um den Fisch einfach selber zu produzieren. Ja, Mr. Arroganto. Problematisch wird es eher beim Schnaps, weil da fehlt dann langsam der Platz. Johannes, wie kann ich denn Zufriedenheit erhöhen? Zufriedenheit erhöhst du ja am dümmsten einfach, indem du ihre Bedürfnisse befriedigst. Okay. Die Zufriedenheit sinkt übrigens, je gebildeter deine Bevölkerung ist.
mit zunehmender Propaganda, weil die das irgendwann mal blicken, dass da nichts stimmt, was du denen so erzählst. Das ist schlecht. Ja. Gut, ich brauche jetzt noch 2 Stahlträger, dann habe ich nämlich eine Schule und dann müsste meine Zufriedenheit und... Ah, perfekt, da kamen sie in dem Moment, in dem ich es gesagt habe. Und ich habe eine Attraktivität von 249 und ich brauche 250, danke für nichts. Aber jetzt müsste ja die Zufriedenheit gleich rapide zunehmen. Weil die Brotproduktion habe ich ziemlich verdoppelt und die Wurstproduktion, die lässt gerade nach, weil ich da wahrscheinlich auch wieder irgendwas durcheinander gebracht habe. Hier haben wir 1:1. Hier haben wir die 3. Bedeutet, ich baue dann 2. Eine Minute 2 produziert, damit ich 2, genau, habe ich 2 Siedereien gebaut. Ja, natürlich. Ich habe mal wieder die Produktion verwechselt. Alter, man hat es mir vorher noch gesagt und ich bring's trotzdem durcheinander. Dadurch ist mir auch meine Schweinproduktion flöten gegangen. Los, Schiffer, schneller, bitte. So, jetzt klingt mir mal an der Insel an. Jetzt machen wir mal die Produktion hoch und dann sollte das alles hier schnell besser werden. Eiko, warum hast du keine Steinstraßen? Kam ich doch nicht dazu. Oh. Mach ich aber gleich. Andere Frage, warum hast du Steinstraßen? Ja, weil ich halt... Wenn du quasi pleite bist, warum baust du eine Steinstraße? Okay, ich baue keine Steinstraßen, weil ich kein Lehm habe, zu keinem Zeitpunkt. Weil ich da noch rund 15.000 Puffer hatte und gehofft habe, ja, das regelt sich gleich wieder. Aber ich habe gerade durchgehend irgendwie was um die 600 bis 900 minus. Das ist nicht so dufte. Ja, das kann ich nachvollziehen. Jetzt kommt Doc das denn? An. Meine Fresse, ey. Los, Leute, ihr kriegt Kleidung und alles, aber gebt Geld. Fisch. Wenn du immer noch an einem Kauf interessiert bist, du kannst bei meiner unteren Insel, also bei der kleineren, dir Fisch kaufen. Ja, ich fack gleich runter. So. Ein Lehm. Das sollte ich jetzt ja unbedingt irgendwie hinbekommen. Aber ich glaube, ich beende auch mal den Part. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Nächstes Mal bauen wir dann eine Kirche und erhöhen auf jeden Fall die Zufriedenheit. Und dann bringe ich hier mal meine Stahlproduktion in Ordnung, hoffe ich zumindest. Und dann läuft das alles. Dann wird es schon alles. Es läuft ja nicht schlecht, es läuft langsam, aber stabil. Die Linken würden mich dafür feiern. Gut, dann warst du soweit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.